Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Thema heute Meinungsfreiheit. Der Verfassungsschutz nun hat ein neues Beobachtungsobjekt entdeckt, bestimmte Personen und Gruppen in der Querdenkenbewegung. Hier fällt zweierlei auf, ein eigentlich gemeinter Personenkreis, dem staatsfeindliches Verhalten vorgeworfen wird, wird nicht wirklich kohärent beschrieben, aber die andere, viel größere Gesamtgruppe, hier Querdenken mit ihren legitimen Protesten, wird mit in die Meldung hineingezogen, mit kontaminiert. In der Außenkommunikation wird durch diese Einbettung beim Bürger ein Generalverdacht erzeugt, eine Beobachtungsandrohung gegenüber der unbescholtenen größeren Gesamtgruppe. Regierungskritik wird so, entgegen den Beteuerungen des Verfassungsschutzes, diskreditiert, Framing, Teile der Gruppe so und so jetzt unter Extremismusverdacht. Was hängen bleiben soll, ist ebenso klar wie unredlich. Der demonstrationswillige Bürger wird eingeschüchtert. So fängt es an, meine Damen und Herren, und das darf nicht sein. Für eventuelle Straftaten aus so einer Demo heraus sind im Übrigen Polizei und Gerichte zuständig und in dem Zusammenhang interessant, laut einer Studie zu diesen Demonstrationen laufen da vornehmlich Leute, die Grüne und Linke gewählt haben. Der Verfassungsschutz spricht nun von der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Wer definiert nun, was diese eigentlich sind? Haben wir endlich ein Wahrheitsministerium? Auf Nachfrage im Innenausschuss werden als Merkmale genannt vereinfachende Erzählungen, die antagonistisch Gruppen gegeneinander stellen, das Ganze noch auf weltweite Dimensionen übersteigert. Also wird da wohl an den Marxismus gedacht, ja? Arbeiter gegen Kapitalisten. Und Michael Kretschmer twitterte am 5. Mai 20, die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd und bösartig. Das sei eine Verschwörungstheorie. Nun, diese Woche so vom Bundestag beschlossen, meine Damen und Herren. Und nun die eigens neu erfundene Kategorie Delegitimierung des Staates. Man kann alles darin sehen und nichts. Wo hört Kritik auf und fängt Delegitimierung an? Kritik gerade gehört essentiell zu einem Staat, der sich noch als demokratisch verstehen will. Und Demonstrationen erst recht, meine Damen und Herren. Schließlich wird moniert, die Politik der Regierung werde verächtlich gemacht und mit Unrechtssystemen verglichen. Daraus gar ein Widerstandsrecht nach Artikel 20 abgeleitet. Hier offenbart sich ein gravierender Denkfehler des Verfassungsschutzes. Eine derartige Berufung aufs Grundgesetz, auch wenn sie fehlerhaft angewendet wird, setzt ja gerade den Willen zur Erhaltung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats voraus. Die Kritik des Verfassungsschutzes könnte sich also allenfalls auf eine womöglich fehlerhafte Anwendung von Artikel 20 beziehen. Man will also eigentlich sagen, da bezeichnen doch wirklich Leute diese, unsere geliebte und treu sorgende Regierung als Unrechtsregime. Unerhört. Demgegenüber ist festzustellen, angegriffen würde so aber gerade nicht der Staat, soll suggerieren, das System der verfassungsmäßigen Ordnung, sondern nur der aktuelle Träger der Regierungsgewalt, diese konkrete Regierung, die sich jetzt hier begrifflich versteckt hinter dem Staat. Man sieht, die frisch erfundene Kategorie Delegitimierung des Staates soll gar nicht dem Verfassungsschutz dienen, sondern dem Schutz der Regierung. Jeder soll aber auch weiterhin freimütig sein Merkel muss weg rufen können oder bald Baerbock muss weg, meine Damen und Herren. Denn wirklich namhaft machen für eine tatsächliche Delegitimierung des Staates kann man eigentlich nur eine Kraft, denjenigen politischen Akteur, der die Grundlagen unseres Staates tatsächlich zur Disposition stellt. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsfinanzen, Verfassung mit Souveränitätsabgabe zugunsten einer zentralistischen EU inklusive Schuldenunion und forcierter Massenzuwanderung und Masseneinbürgerung unternimmt diese Regierung in Wahrheit selber gerade das, was sie ihren Kritikern vorwerfen will. Wir wären nicht in Deutschland 2021, wenn nicht schließlich das Ganze auch als Keule nicht nur gegen kritische Querdenker genutzt werden soll, sondern auch in Konsequenz gegen die größte Oppositionspartei. Deshalb lohnt es sich festzuhalten, die Alternative für Deutschland steht an der Seite von jedem, der friedlich für die Grundrechte demonstriert, ist aber Gegner aller Parteien, die sich einsetzen für Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der Grundrechte, Lockdown-Maßnahmen mit willkürlichem Grundrechtsentzug ohne Erforderlichkeitsnachweis, indirekte Impfpflicht, illegale Massenmigration, Schuldenunion, Great Resets, faktenfreie Klimahysterie. Wir sind und bleiben entschiedene Gegner derer, die im Amt die Verfassung brechen, Deutschland als Staat auflösen und unter Scheintiteln die Meinungsfreiheit aushöhlen. Wer Verfassung und Rechtsstaat in Deutschland noch wirklich schützen will,
das ist die Alternative für Deutschland. Eine Stimme für die AfD ist eine Stimme für die Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren.